Licht, Ton, Kamera. 47.1, die zweite. Action. In den vergangenen Wochen konnten die Greifswalder die Dreharbeiten zum Spielfilm Glutnester zum Teil live mitverfolgen. Gedreht wurde meist in Schönwalde, wie hier vor der Kneipe Harter Sattel. Die Filmcrew kommt aus Berlin. Katja Sambeth schließt mit dem Film über das Erwachsenwerden ihr Regiestudium ab. Der Film handelt von einer 15-Jährigen, die mit ihrer Mutter nach dem Tod des Vaters zurück zu den Großeltern kommt, die in Schönwalde 2 leben und die eben ihr hier eine neue Wohnung ausgestattet haben und denen alles recht machen wollen. Und trotzdem sind die beiden unheimlich beschäftigt mit der Trauer um den Vater. Und die Mutter überwindet diese Trauer eigentlich nicht, aber Jenny überwindet sie hier und findet neue Freunde und befreundet sich vor allem mit einem Jungen, der 11 Jahre alt ist, der aus Schönwalde 2 kommt. Und am Ende trifft sie die Entscheidung, das erste Mal für sich selbst hier zu bleiben. Und zieht hier ein und die Mutter geht wieder zurück. Die geht zurück in den Westen. Die Thematik des Films ist tiefgründig und ergreifend. Kinder, die ihre Zeit zum großen Teil auf der Straße verbringen. Kinder, die alleine mit ihren Sorgen und Ängsten fertig werden müssen. Sie sind die Glutnester im Film. Denn sie könnten jederzeit Großbrände auslösen. Katja Sambeth kam persönlich in die Hansestadt, um zu recherchieren. Bewusst fiel ihre Entscheidung, Glutnester in Greifswald spielen zu lassen. Ich hatte gehört, dass eben hier die Anbindung zum KKW ganz stark war, dass es auch eine Bahnverbindung gab und so. Und dann hat mich natürlich auch der Bodden unheimlich interessiert. Bodden, Meer, See ist im Film immer unheimlich schön zu verarbeiten, weil das eben Sehnsucht und Weite auch erzählt. Und dort haben wir auch gedreht und für mich war irgendwie schön Walde, Greifswald, so diese, also wir stehen ja fast nie in der Stadt, wir sind ja eigentlich immer nur hier, war eigentlich ganz klar, dass es so viele Dinge vereint. Und ich kannte eben das Labyrinth schon und habe mich dann da mit vielen Leuten unterhalten, habe Geschichten gesammelt, habe Kinder auf der Straße interviewt und mich mit denen lange beschäftigt und dann auch ein paar Kids nach Berlin geholt, um mit denen zu proben. Und ja, und dann kam das so zusammen. Dann hatte ich eigentlich eine Geschichte von einem Mädchen hier, die ihre eigene Geschichte mir erzählt hat und die hat mich unheimlich interessiert. Und dann habe ich daraus mit meiner Autorin die Geschichte gebastelt. Die Darsteller in dem Film sind zum großen Teil Laienschauspieler. Kinder und Jugendliche aus Schönwalde und Umgebung. So wie Hauptdarstellerin Jorinde Miller. Katja Sambeth entdeckte sie bei einem Streetdance-Tanzauftritt. Die 15-jährige Waldorfschülerin fügte sich perfekt in ihre Rolle ein. Jenny ist halt ein 15-jähriges Mädchen, was in eine fremde Stadt kommt, nachdem es den Vater verloren hat und sich hier quasi zurechtfinden muss. Sie ist schon vorbestraft quasi, weil sie in Frankfurt schon Verschiedenes angestellt hat, nachdem der Vater gestorben ist. Die Mutter ist depressiv geworden, sie ist also ziemlich auf sich allein gestellt und versucht eben, sich mit der Umgebung zurechtzufinden und den Leuten. Und ja, findet sich dann mit der Zeit auch ein. Depression, Arbeitslosigkeit, wichtige Themen im Film. Und dann gehst du einfach mit rein, stellst dein Fahrrad ab. Für die Regisseurin und ihr Drehteam bietet Schönwalde genau den richtigen Hintergrund für Glutnester. Es gibt in dem Film so eine Anbindung auch ans KKW Lubmin, weil eben Schönwalde ja auch ganz stark eben verbunden war mit diesem KKW, weil hier viele Arbeiter gearbeitet haben. Und da haben wir auch gedreht und es sind unheimlich schöne Bilder geworden, weil dieses KKW einfach filmisch unglaublich ist. Und ja, für uns ist eben Schönwalde 2 ganz spannend, weil wir hier so viele Dinge vereinen können. Also wir können diese Beziehung zu eben etwas, was der Westen so geschlossen hat, 92 eben dieses KKW und wo man eben so viel Arbeitslosigkeit dann auch festmachen konnte, das können wir mit diesem Film unheimlich schön erzählen. Bei dem Film handelt es sich um eine Studentenproduktion. Das bedeutet wenig Geld, viel Engagement. Mit einem Budget von rund 8.000 Euro muss die Filmcrew auskommen. Für die Produktion nach abgeschlossenen Dreharbeiten wird nochmal Geld nötig sein. Bei einem Low-Budget-Film kommt es schon mal vor, dass die Produktionsleiterin selbst vor die Kamera tritt und die Kneipenbesitzerin mimt. Doch die Dreharbeiten in Greifswald warfen auch Schwierigkeiten auf.
Erstmal ist es nicht Berlin, das heißt, das meiste Gros des Teams kommt aus Berlin. Die muss man immer hierher bringen, die muss man hier auch unterbringen und auch bei Laune halten. Es ist 5 Wochen, ist kein Kurzfilm, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig. Wir haben auch gehofft, dass wir mehr Zeit am Strand verbringen können, aber ein Dreh ist stressig und das hat nicht so ganz geklappt. Hört mich jetzt so, sie sucht gerade nach Dominik. Und deshalb muss sie einmal hier durch den Kinderraum rennen. Und weil sie Dominik nicht findet, fragt sie ganz kurz: Habt ihr Joey gesehen? Weil Dominik heißt im Film Joey. Und da müsst ihr alle kurz den Kopf schütteln. Auch die Laiendarsteller mussten sich an die Bedingungen der Dreharbeiten gewöhnen. Dann machen wir es nochmal. Warten und wiederholen. Und bitte. So läuft das beim Film. Schließlich will Kameramann Getong Innocent Varone die Szene aus verschiedenen Perspektiven aufnehmen. Schwierig ist es halt klar, total, also teilweise sehr anstrengend ist. Und es geht halt wirklich von morgens bis relativ spät. Und dann ist es auch so, dass ich meine Ernährung anders gewohnt bin, mich etwas anders ernähre, weil man immer so zwischendurch irgendwas isst. Und das merke ich dann auch schon irgendwie. Und ja, was Spaß macht, naja, auf jeden Fall die Leute, mit denen ich mich gut verstehe. Und einfach die Erfahrungen zu sammeln, alles zu probieren und natürlich mich einfach mit der Rolle zu identifizieren, da mich reinzufühlen, macht auch Spaß. Dass die Kids Spaß an den Dreharbeiten haben, merkt man. Denn beim Dreh im Labyrinth läuft alles wie am Schnürchen. Der Film zeigt Freundschaft und Zusammenhalt zwischen den Jugendlichen. Am letzten Drehtag haben noch mal alle die Chance, dabei zu sein. Mit einem Kinderfest im Labyrinth bedanken sich die Filmemacher bei den Helfern, Mitwirkenden und Unterstützern. Auch wenn Greifswald nicht immer optimale Drehbedingungen bot. Das erste ist das Wetter. Das ist hier sehr unbeständig. Egal, was man plant, das kommt immer anders. Aber meistens haben wir es gut hingekriegt. Man muss halt spontan sein und umgestalten. Wir haben ganz viel Unterstützung von der Wohnungsbaugenossenschaft, der WGG, bekommen. Und auch von der Stadt und von privaten Leuten, von Restaurants, von Caterern. Getränkesponsoring haben wir auch bekommen von Zisch. Wir haben von Lombert den Catering-Service Essen bekommen, von Brasserie Hermann, von Humboldt, da gehen wir noch Burger essen. Und von vielen anderen, auch von privaten Leuten, die uns mit, wie die Spierlings, mit ihrem Pferd unterstützt haben. Rewe hat uns spielen lassen. Also im Großen und Ganzen, ohne die Leute hätten wir es nicht 5 Wochen lang geschafft. 5 Wochen Dreharbeiten in Schönwalde gehen zu Ende. Nicht alltäglich, dass hier ein Spielfilm gedreht wird. Ein besonderes Erlebnis für alle, die daran mitgewirkt haben. Gemeinsam dann die letzte Szene. Die Kinder sollen rund 500 Luftballons in die Lüfte steigen lassen. Luftballons festhalten! Anspannung bei allen, denn die Szene kann nicht wiederholt werden. Dann das Startsignal und die Luftballons fliegen davon. Alles hat geklappt. Jetzt heißt es wieder warten. Warten auf die Premiere von Glutnester im nächsten Jahr.